Der Mensch ist keine Nummer. Positive und negative Zahlen. Von Katharina Plachschal. Eine Zahl drückt die genaue Bezeichnung einer gewissen Anzahl, einer Menge oder einer Reihenfolge aus. Zahlen können gerade, ungerade, positiv oder negativ, niedrig oder hoch sein. Schon bei der Geburt, wenn das Kind den sicheren Hort des Mutterleibes verlassen hat, wird an seinem Ärmchen mit der zur Faust geballten kleinen Hand eine runde Marke mit einer Zahl befestigt. Dieselbe Nummer bekommt auch die glückliche Mutter. Die Nummern garantieren, dass Mutter und Kind in ersten Lebensstunden nicht verwechselt werden. Dieselbe Nummer kettet sie aneinander. Jedes neue Leben wird in einem Geburtsbuch eingetragen und schon im Wickelbett bekommt der kleine Mensch eine Nummer, die ihn sein Leben lang als Geburtscode begleiten wird. Sein Leben beginnt sich so abzuwickeln wie der Faden der Nonne. Anfangs zählt man die Stunden, dann die Tage, später Monate und weiteres die Jahre. Bald wird der kleine Mensch sie selber an seinen Fingern abzählen. Er erkennt, wie viele Äpfel in der Obstschale liegen. Er zählt die Knöpfe an seinen Hemdchen, weiß, dass Hund und Katze 4 Pfötchen haben, dass er 2 Geschwister, eine Mutter und einen Vater hat und viele Kameraden. Fragt man ihn, woher er kommt, sagt er brav seine Wohnadresse auf und weiß die Hausnummer, wo alle zusammenleben. Dann kommt der Tag, an dem er zaghaft mit fragenden Augen und einer großen Schultasche auf dem Rücken in die Schule eintritt. Seine ersten Bücher sind die Fibel und das Rechenbuch. Die Klasse trägt die Nummer 1 und ist dazu ein großes A in Druckbuchstaben. Dem ABC-Schützen gefällt das sehr. Eine weitere Zahl steht im Klassenbuch. Die Frau Lehrerin hat sie zur Nummer 13 geschrieben. Das Kind sieht einen senkrechten Strich und 2 Bäuchlein. Es muss lachen, aber zu Hause. Mutter, Großmutter und Vater sind in Verlegenheit. Die Mutter sieht im Kalender nach, wie oft im Jahr die 13 mit dem 5. Tag der Woche, dem Freitag, zusammenfällt. Es ist für sie eine schreckliche Vorstellung. Nur der Großvater lacht und in seinen Augen sprühen kleine Funken. Unser Kind ist eine Nummer, sagt er. Das Schulkind bringt die ersten Noten, die seine Leistung bewerten, nach Hause. Und wieder sind es Zahlen. Manchmal sind sie niedrig, dann sind es Einser. Manchmal sind sie höher, dann sind es Zweier. Endlich kommt der Tag, an dem das Kind seinen 13. Geburtstag feiert. Die Mutter lächelt neben einer Torte mit 13 Kerzen und das Kind denkt, die 13 ist doch gar nicht so böse. Das Kind wird zum Schüler der 8. Klasse. Im Geschichtsunterricht lernt der Schüler die Zeitgeschichte kennen. Zum ersten Mal hört er das Jahr 1939, das Datum, als die Jahre dauernder sinnloser Unterwerfung der Menschen begann. Er fragt sich, wer das auf dem Gewissen hatte. Wer war das? Ein Mensch? Es folgen weitere Zahlen und Jahreszahlen. 1941 ist das Jahr der ersten Deportation jüdischer Bürger ins Ghetto, Theresienstadt. Es kommen die ersten Gruppen, häufig ganz Familien mit einem Rucksack auf dem Rücken. Alle tragen den gelben Judenstern an ihren Mänteln. In Listen sind ihre Namen mit Nummern versehen, die für die einen Hoffnung bedeutet, für die anderen den Tod. Im Transport hat ein Junge, der so alt wie jetzt unser Schüler ist, Nummer 13. Der Schüler ist verlegen, zerrissen, hoffnungslos und traurig. Bislang hat er nur Zahlen kennengelernt, die in seinem Leben etwas Schönes und Außerordentliches bedeuten. Und jetzt
bekommt er zu hören, dass der Junge, der die für ihn glückliche 13 trug, mit dem Zug dahin fuhr, woher es keine Rückkehr gab. Das letzte traurige Datum war der 28. Oktober 1944. Damals ging der letzte Transport aus dem Ghetto nach Auschwitz. Der Junge wird erwachsen. Er bekommt einen Personalausweis mit vielen Zahlen, die seine Identität bestimmen. In der 9. Klasse macht er die erste Prüfung, die seine Zukunft bestimmt, die Aufnahmeprüfung für die Mittelschule. Am nächsten Tag kann er es kaum erwarten. Er eilt in die Schule, um aus den aushängenden Listen zu erfahren, wie er eingestuft wurde. Seine Augen überfliegen die Zahlen. Dann hält er bei der 13 inne. Seine Nummer, seine glückliche 13. Er wird zum Studenten. In diesem Augenblick wird ihm von Neuem klar, dass es gerade, ungerade, niedrige, hohe, positive und negative Zahlen gibt. Ja, ich würde mal sagen, auch dafür, für diese kurze Geschichte heute mal eine kleine Schweigeminute gehört dazu, kann man sich mal dem Gelesenen oder Gehörten ein bisschen besinnen und daran denken für eine Minute, stillhalten und ruhig sein und schweigen. Ja, so, dann bedanke ich mich bei euch dafür, dass ihr meinem Vorlesen gelauscht habt. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin.